Demokratie erklärt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Demokratie erklärt, dem Podcast, wo wir versuchen, so ein bisschen in den Maschinenraum der Demokratie reinzuschauen. Und in der letzten Ausgabe haben wir uns ja schon relativ ausführlich mit dem Bundestag beschäftigt, allerdings ja auf, ich sag mal, theoretischer Ebene. Und das wollen wir heute nochmal ein bisschen vertiefen mit einem ausgewiesenen Experten, kann man sagen. Heute bei mir ist Fritz Rudolf Körper, zugeschaltet aus Worms, wie ich eben erfahren habe. Und ich sage deswegen Experte, weil Sie ja über 23 Jahre für die SPD im Bundestag gesessen haben. Wie kam es denn dazu eigentlich? Also Sie waren ja vorher auch Landtagsmitglied. Wie kam eigentlich das zustande, dass Sie sich politisch engagiert haben? Was war da der Grund, der Auslöser sozusagen? Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde die Aktion sehr gut und deswegen stehe ich auch da gerne zur Verfügung. Wie bin ich in die Politik hineingeraten? Das kann ich relativ leicht erklären. Ich bin 1973 in die SPD eingetreten. Da war ich noch Schüler. Und das Jahr, das muss man vielleicht jetzt erklären, war ein Jahr später von 1972, das war das Jahr, wo Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erklären, wer Willy Brandt war. Ich hoffe, das kann man so stehen lassen. Und insbesondere war damals sehr stark diskutiert die Frage Versöhnung mit unseren osteuropäischen Nachbarn. Die sogenannte Ostpolitik hat da eine Rolle gespielt. Das war gesellschaftspolitisch ein heiß diskutiertes Thema. Und das hat mich einfach auch zur Politik gebracht. Ich muss eins hinzufügen, ich komme aus einem politisch interessierten Elternhaus, ich komme aber nicht aus einem parteipolitisch organisatorisch festgelegtem Elternhaus. Mein Vater war Handwerksmeister, meine Mutter Lehrerin, also wir haben immer schon über Politik diskutiert und das war ein ganz wichtiger Grundstein, glaube ich, für dieses Interesse. Und so, glaube ich, in kurzen Worten erklärt, wie ich zum politischen Interesse gekommen bin, zu meinem Engagement. Und im September 1979, ich weiß das übrigens noch ganz genau, am 12. September 1979 wurde ich Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Ja, und so ging es dann eine Zeit lang auf jeden Fall weiter, also 1990 dann als Direktkandidat, also über die Erststimme in den Bundestag eingezogen. Wir haben auch letztes Mal schon ein bisschen über diese zwei Stimmen gesprochen und auch da sind es ja sozusagen, können wir sie für beides als Beispiel hernehmen. Es waren dann lange Zeit der Direktkandidat und sind dann aber auch, ich glaube, zweimal über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Wie funktioniert das üblicherweise? Also wie landet man auf dieser Landesliste? Auf der Landesliste einer Partei landet man durch eine Wahl. Eine Wahl, die eine Delegiertenversammlung herbeiführt. Das ist die Organisation unserer Demokratie. Die geht also bis in die Ortsvereine hinein, in diese Organisationseinheit. Dort werden beispielsweise Delegierte gewählt. Delegierte, die dann auf Kreisebene und auf Landesebene ein Mandat haben, um an den jeweiligen Delegiertenversammlungen teilzunehmen. Und beispielsweise die Landesdelegiertenversammlung legt dann eine Landesliste fest, wo es dann eine bestimmte Reihung gibt. Es kann nicht jeder auf den ersten Platz, es kann nicht jeder auf den letzten Platz. Also das wird dann in einem demokratischen Prozess entschieden. Ich hatte beispielsweise auf der Landesliste der SPD von Platz 1 bis zu Platz 12 unterschiedliche Listenplätze. Das ist so in der Vergangenheit gewesen. Und
Jetzt haben Sie auch noch zu der Erststimme gefragt, wie wird man Direktkandidat? Der Direktkandidat wird auch in einer sogenannten Wahlkreiskonferenz gewählt. Und da gilt es das gleiche Prinzip, dass die Delegierten, die gewählten Delegierten aus den Ortsvereinen heraus im Grunde genommen dann an dieser Wahlkreiskonferenz teilnehmen und ihre Wahl vornehmen. Jetzt war ja 2013, Sie haben eben schon den 12. Listenplatz angesprochen, das wird ja dann, wenn ich mich da recht erinnere, die Bundestagswahl 2013 gewesen sein, wo es dann auch nicht mehr gereicht hat, dann gesagt, jetzt ist mal okay mit dem politischen Engagement und haben dann ja nochmal was anderes gemacht sozusagen, nämlich eine Firma gegründet, die Beratung anbietet. Gibt's trotzdem was Sie jetzt an der politischen Arbeit vermissen oder ist das jetzt irgendwie erstmal sozusagen ein abgeschnittener Lebensabschnitt sozusagen? Nein, wer so gelebt und groß geworden ist wie ich, der hängt sein politisches Engagement und sein politisches Handeln nicht einfach an der Garderobe ab. Das macht er nicht, das ist nicht der Punkt. Ich habe das übrigens auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, ich habe das auch mit Engagement und, was mir ganz wichtig ist, auch Herzblut gemacht. Das, denke ich, ist auch wichtig. Und ich sage einmal rückblickend, ich habe großartige Möglichkeiten erhalten, zu arbeiten, politisch zu arbeiten. Ich war ja nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, sondern ich habe ja auch innerhalb dieser Mandantschaft oder dieses Mandates habe ich ja unterschiedliche Funktionen einnehmen können. Ich war beispielsweise innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, war dann beispielsweise parlamentarischer Staatssekretär in den beiden Kabinetten von Gerhard Schröder. Ich war auch mal stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Ich hatte die Gelegenheit, in so einem Gremium mitzuarbeiten wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Ich sage das deswegen, weil das im Moment ein Stück Aktualität hat, nämlich das ist das Gremium, wo Bundesnachrichtendienst und MAD und BFV einer parlamentarischen Kontrolle unterzogen werden. Im Moment ist ja insbesondere der Bundesnachrichtendienst auch im Gerede. Also unter dem Strich, ich arbeite gerne politisch, bin nach wie vor interessiert, halte mich natürlich an bestimmten Stellen zurück, aber beispielsweise dann, was ich gut fand, ist rückblickend, dass es mir gelungen ist, ab dem 01.01.2014 eine Firma zu gründen. Und die hat übrigens den Namen Friedrich 30. Ja, und wir beschäftigen uns auch beispielsweise mit verschiedenen Gesetzgebungsvorhaben und Verordnungen. Wir beschäftigen uns aber sehr stark auch mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema, was kann im Grunde genommen auch IT-technisch gemacht werden, um Sicherheit noch besser zu machen. Und also das ist spannend. Ich bin übrigens genauso beschäftigt wie früher. Und ich bin übrigens jetzt auch gleich auf dem Weg wieder nach Berlin. Ja. Genau. Sie haben jetzt ein eigentlich eine schöne Gliederung für das, was ich eigentlich noch besprechen wollte, schon so ein bisschen ausgelegt, nämlich was Sie alles im Rahmen Ihres Mandats auch gemacht haben. Ja. Und Sie sagten eben schon, ja, ich bin gleich wieder unterwegs nach Berlin. Wenn man nach hier im Wahlkreis nach Fritz Rudolf Körper fragt, dann bekommt man eigentlich immer irgendwann eine Geschichte über Sie in der Bahn erzählt. Das passiert eigentlich immer. Also man kann davon ausgehen, dass Abgeordnete ziemlich viel unterwegs sind, oder? Also Sie haben einen Wahlkreis, der jetzt ja auch nicht direkt neben Berlin liegt, kann man sagen, und man möchte ja dort irgendwie ansprechbar sein und man hat natürlich dann die Arbeit im Bundestag, man hat Sitzungswochen und so weiter. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Also wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, erstens, ich fahre gerne Bahn bis zum heutigen Tag. Und in der Tat, wenn Sie sagen, wenn man nach mir gefragt wird, fällt das Stichwort Bahn immer. Ja, ich habe auch viele Menschen in der Bahn kennengelernt. Übrigens Menschen, mit denen ich bis zum heutigen Tag noch Kontakt habe. Ja, das heißt, das Bahnfahren ist eine gute Grundlage für den Ausbau des Netzwerkes. Ja. Und für die politische Arbeit ist Netzwerk, also andere würden das ein bisschen flapsiger sagen, dass man viele Leute kennt. Ja. Im Saarland heißt es immer so schön, man kennt einen, der auch jemanden kennt, ja, und so weiter und so fort. Also, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Aber Sie haben da schon auch etwas angesprochen. Das ist immer eine schwierige Gratwanderung zwischen der Arbeit vor Ort im Wahlkreis und dann der politischen Arbeit. Ich habe ja übrigens noch in Bonn angefangen, in Bonn oder später in Berlin. Ja, und mir ist es ja dann auch so ergangen, beispielsweise, weil es ja jetzt so einen Jahrestag gibt, will ich das auch sprechen. Der 11. September 2001, sage ich jetzt mal, hat mein Leben und hat mein politisches Arbeiten ganz schön verändert. Ja, wenn ich überlege, was dadurch auch an mich an Herausforderungen ergangen ist. Das war natürlich auch etwas, ja, wofür ich nichts konnte. Ich konnte da auch nicht dann mehr wählen und sagen, ja, ich kümmere mich nicht darum, sondern in meiner Eigenschaft als Staatssekretär im Bundesinnenministerium und linke und rechte Hand von Otto Schily, ja, da waren wir in der Tat heftigst gefordert. Und das hat auch viel Kraft, muss ich sagen, und auch Energie gekostet. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, bemerkenswert gewesen. Im Übrigen, zu meinem alten Minister habe ich bis zum heutigen Tag gute Kontakte, habe vorgestern noch mit ihm telefoniert. Wir haben ja eben schon jetzt über diesen kleinen Spagat zwischen Wahlkreis und Bundestag gesprochen, aber eine Sache, die für die meisten Abgeordneten ja vielleicht auch zutrifft, ist, dass man sie nicht unbedingt so kennt und auch die Arbeit vielleicht nicht unbedingt kennt, ne? Man kennt die Fraktionsvorsitzenden, man kennt irgendwie Parteivorsitzende, man kennt Leute, die vielleicht Staatssekretäre sind. Aber was eigentlich sonst noch an parlamentarischer Arbeit anfällt, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen so einen typischen Arbeitstag als Abgeordneter schildern, falls es sowas überhaupt gibt, wie einen typischen Arbeitstag. Ja, ich will das vielleicht erweitern und will sagen, Arbeitswochen sind ganz wichtig darzustellen. Da kann man auch etwas zu dem Thema Arbeitstag sagen. Das Arbeiten eines Abgeordneten ist geprägt von Sitzungswoche und Nicht-Sitzungswoche, Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Eine solche Sitzungswoche hat ein bestimmtes Grundschema, was wiederkehrt, im Übrigen bei allen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien ähnlich. Ja? Das heißt, in einer Sitzungswoche fangen montags die Gremien an gegen 16, 17 Uhr, da tagen die Fraktionsvorstände. Ja? Beispielsweise, ich war auch Mitglied im Fraktionsvorstand, ja. Und da musstest du in den Fraktionsvorstand musstest du so anreisen, dass du dann dahin musstest. Und diese Sitzungswoche ist weiter strukturiert. Das ist so, dass dienstags morgens die Arbeitsgruppen tagen. Und jeder Abgeordnete hat ja dann auch ein Thema, eine Arbeitsgruppe, die Vorbereitungen trifft für die mittwochs stattfindenden Ausschüsse. Macht das an meinem Beispiel deutlich, war immer in der Arbeitsgruppe Innenpolitik. Ich habe übrigens im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 1990 auch begonnen. Und was ganz wichtig ist für die Arbeitsweise auch noch mal zu erklären, der Deutsche Bundestag hat so ein Berichterstatterwesen. Das heißt, alle Fraktionen wählen zu den verschiedensten Themen, die bearbeitet werden müssen, ihre Berichterstatter. Und die haben dann die Aufgabe, diese
Themen zu betreuen, inhaltlich zu betreuen. Und um das ein bisschen plastisch zu machen, ich habe angefangen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages und hatte das Thema Versorgung, das ist die Rente der Beamten, Besoldung, öffentliches Dienstrecht. Das waren solche Themen, ja, ich könnte ja jetzt sagen, für die sich vorher keiner so richtig interessiert hat, ja, wie diese Themen vergeben worden sind. Da habe ich gesagt, ich kann das mal machen, ja, so. Und das hat mir beispielsweise auch ein gutes Sprungbrett gegeben, mit meiner politischen Arbeit inhaltlich, thematisch einzusteigen. Immer wenn diese Themen dann aufkamen, ja, dann war ich gefordert in der Arbeitsgruppe, in der Fraktion und letztendlich so bin ich dann auch innenpolitischer Sprecher geworden. Also diese Arbeitstage sind sehr davon geprägt, ob Sitzungswoche oder nicht Sitzungswoche ist. Und wir haben ungefähr Sitzungswochen 22, 23 im Jahr. Ja? Und ich will sie vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren. Mittwochs ist dann der Ausschusstag. Alle Ausschüsse des Deutschen Bundestages tagen mittwochs. Und donnerstags und freitags tagt dann das Plenum Deutscher Bundestag. Und dann kommt dann immer eins, auch an Eindruck wieder, weil viele Debatten im Deutschen Bundestag nicht stark besucht sind von den Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen. Da muss man allerdings auch wissen, diese fachbezogene Arbeit führt meistens dazu, wenn die, ich mache es wieder an meinem Beispiel deutlich, wenn die Arbeitsgruppe Innenpolitik ein Thema im Plenum des Deutschen Bundestages hat, dann ist man da hingegangen. Oder es gab eine Generalaussprache. Aber man hat natürlich auch die eine oder andere Debatte nicht besucht, weil die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages auch so ist, dass es parallel zu der Plenarsitzung gibt es beispielsweise auch Termine. Ich mache mal ein Beispiel, was immer gute Sache war, Besuchergruppen. Ja, dass man Besuchergruppen auch während des Plenums empfangen hat, dass man dort Rede und Antwort stand. Das ist auch ein Stück gelebte Demokratie. Und diese Besuche, die da stattfinden können, halte ich für ein gutes Instrument, ja, weil man einfach durch Besuche vor Ort ein Stück Demokratie miterleben kann. Also auch ein Stück wird ein bisschen rübergebracht, kann rübergebracht werden, wie beispielsweise auch so die Arbeit eines Abgeordneten aussieht, um genau auch das, was Sie jetzt angesprochen haben, so bestimmte Vorurteile ja aufzudröseln, so nach dem Motto, ja, die denken ja nur an die Diäten und machen nichts. Ja? Das heißt, die Arbeits Zeiten oder die Arbeit während einer Sitzungswoche ist relativ stark, ich sag mal, formatiert durch die Arbeit im Bundestag selber, wann Sitzungen stattfinden. Und was ist dann in den Wochen, in denen keine Sitzungen stattfinden? Da macht man die Wahlkreisarbeit. Die ist auch zu organisieren. Beispielsweise habe ich, und jetzt verspreche ich mich nicht, von Februar 1980 bis zum September 2013 eine regelmäßige Sprechstunde gemacht. Ja, vor Ort, die habe ich in Bad Kreuznach überwiegend gemacht, die habe ich überwiegend in Kirn gemacht. Ja, in Kirn, in meinem Wahlkreisbüro, war die ganz feste, ja, so. Und dann fragen mich die Leute, ja, kamen da auch Menschen, die da um Rat gefragt haben, die sorgenlos werden wollen, habe ich gesagt, hätte ich ja nicht angeboten auf so eine lange Zeit, wenn da niemand gekommen wäre. Aber was für mich ganz wichtig war, ja, ist, dass jeder und jede, die zu mir kam, ja, in die Sprechstunde, hat eine Antwort gekriegt von mir. Das heißt, ich weiß nicht immer,
und bis zum heutigen Tag konnte nicht in jeder Angelegenheit helfen. Aber ich habe gesagt, eins kann ich, versichere, dass ich mich darum kümmern werde. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und deswegen hat jeder, der in der Sprechstunde war, entweder einen Anruf bekommen oder einen Brief bekommen oder einen Termin vermittelt bekommen, wie auch immer. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es ein Stück politische Arbeit gibt, ja, im Wahlkreis vor Ort. Das heißt einmal, dass man auch SPD-Ortsvereine betreut, aber es ist ja auch ganz wichtig darüber hinaus, beispielsweise Vereine, Gemeindeveranstaltungen, was es dann auch gibt, ist wichtig, weil es ganz darauf ankommt, dass es einem gelingt, in Kontakte zu kommen, mit Menschen sich auszutauschen. Wichtig ist es, dass man sich nicht in einer Käseglocke bewegt, ja, sondern dass man weiß, was gibt es eigentlich für Themen, für Herausforderungen, was bewegt die Menschen. Und das können sie nur, indem sie tatsächlich auch in Kontakt treten und. Und ich sage jetzt mal, für diese Dinge waren und sind die Nicht-Sitzungswochen sehr geeignet, und das muss man dann entsprechend organisieren, beispielsweise dann auch natürlich in Richtung kommunalpolitischer Dinge, ja, dass man sich mit dem einen oder anderen Bürgermeister oder der einen oder anderen Bürgermeisterin trifft und so weiter und so fort, oder beispielsweise mit Vereinsvertretern aus dem Bereich von Kultur oder aus dem Bereich von Sport und so weiter und so fort. Also ich sage es Ihnen mal ganz offen, ich war auch immer gut beschäftigt in den Nicht-Sitzungswochen. Das habe ich aber mit meinem Büro dann organisiert und habe das dann mir auch immer zum Ziel gesetzt, da diese, ich sag jetzt mal, demokratiefördernde Dinge einfach zu tun, indem man mit Menschen geredet hat, mit Menschen in Kontakt getreten ist und so weiter und so fort. Und es kommt natürlich noch eins hinzu, das habe ich natürlich vergessen, so ein Wahlkreis hat auch immer besondere Herausforderungen, ja, bestimmte Fragestellungen. Ich weiß beispielsweise, dass das Thema Ausbau der Bundesstraße 41 für viele der jungen Leute völlig ein Thema, wo sie sagen, was soll denn noch ausgebaut werden? Ja, aber das war ein Thema, was uns sehr, sehr bewogen hat im Nahetal, ja, von Birkenfeld bis nach Bingen herunter und. Also soll nur ein Beispiel dafür, wo es einem bewegt und welche Themen man da hier bearbeitet. Würden Sie sagen, dass dieser Kontakt mit den BürgerInnen hat das dann tatsächlich auch Ihre Arbeit beeinflusst, also Ihr Abstimmungsverhalten in bestimmten Fragen zum Beispiel? Haben also BürgerInnen Sie da schon vielleicht auch manchmal zum Nachdenken oder Umdenken gebracht? Das würde ich mit Ja beantworten. Natürlich ist es so, denke vielleicht auch Umdenken oder auch Verfestigung der Meinung, ja, Unterstützung, ja, das geht ja in zweierlei Richtung. Aber ich finde, es ist immer wichtig, ich mag die Diskussion und die Debatte auch in der Herausforderung, ja, so, und das ist für mich immer auch ein wichtiges Momentum gewesen, dass ich in einer diskussionsfreudigen Partei bin, ja. Manche sagen ja, in der SPD würde zu viel diskutiert. Ich finde, nein, das kann gar nicht sein. Wichtig ist es, dass man sich austauscht. Wir haben heutzutage, glaube ich, eher zu wenig politische Debatte, als dass wir zu viel politische Debatte haben. Und da würde ich mir wünschen, das kann nicht ein Einzelner, aber das ist die Frage, dass wir wieder zu mehr Debatte hinkommen, vor allen Dingen auch unter der Fragestellung, wie soll eigentlich unser Land aussehen in 5 Jahren, in 10 Jahren, oder Sie, Herr Herzog, sind ja noch viel jünger, auch für Sie ist ganz entscheidend, in 30 Jahren, ja,
oder in 45 Jahren, ja, und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da kommt es auch ganz wichtig darauf an. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Sie sowas machen, ja, dass wir auch vielleicht wieder auch verstärkt zu einer Debatte kommen, wo sich auch jung und alt und Frauen und Männer ganz unterschiedlichster Lebensläufe und, dass wir wieder verstärkt hier zur Debatte kommen. Also ein ganz wichtiger Punkt, und wir versuchen das ja hier so ein bisschen auch mit einem Forum zu verstärken. Ja. Wir haben zur Landtagswahl auch eine digitale Podiumsdiskussion gemacht mit Schülerinnen und Schülern und den Landtagskandidaten. Und das ist, glaube ich, schon auch spannend zu sehen, was die Themen von jungen Menschen eben sind und wie die verschiedenen Kandidaten, in dem Fall waren es nur Kandidaten, darauf reagieren und welche Antworten die so haben dann darauf. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Punkt zurückkommen, den Sie eben auch so gestreift haben, nämlich Sie haben gesagt, das machen wir dann, das macht dann mein Team. Also man arbeitet als Abgeordneter ja dann doch auch üblicherweise nicht alleine, sondern man hat, ich sag mal, unterstützendes Personal. Also wie können wir uns das vorstellen? Wo kommt das her und was machen die so sozusagen? Ja, das ist richtig, dass es Personal gibt. Ich hatte immer das Wahlkreisbüro besetzt, ja, und ich habe in der Tat auch immer versucht, das qualitativ gut zu besetzen, nicht Quantität, sondern Qualität stand bei mir im Vordergrund. So habe ich das auch in Berlin gehandhabt mit meinem Abgeordnetenbüro dort. Es gibt eine sogenannte Aufwandspauschale und es gibt eine Personalpauschale, die kriegt jeder Abgeordnete nicht persönlich zur Verwendung, aber er kriegt diese Personalpauschale, die ist gedeckelt und die ist dann zu verwenden für die Anstellung von Personal im Wahlkreisbüro beziehungsweise im Büro im Bereich des Deutschen Bundestages. Die Zusammenarbeit mit anderen Abgeordneten ist ja auch wichtig. Auch da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene, sozusagen, es gibt eine Aufgabenteilung inhaltlicher Art. Mhm. Auch schon darüber gesprochen, dass Sie ja auch in der Fraktion Ämter inne hatten. Mhm. Fraktionen sind immer wieder in Gesprächen, kommt das auch auf. Immer wieder auch so ein Kristallisationspunkt für, ich sag mal, hochgezogene Augenbrauen, weil man so von außen oft vielleicht irgendwie denkt, naja, wofür brauchen wir jetzt die ganzen Abgeordneten? Am Ende sind die in der Fraktion, die stimmen alle irgendwie gleich, weil Fraktionszwang und was macht das jetzt? Aber das ist natürlich jetzt eine sehr, auch, ich sag mal, falsch vereinfachte Darstellung. Richtig. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht jetzt als langjähriger Abgeordneter, wie würden Sie die Fraktionen bewerten, also die Zusammenarbeit in der Fraktion? Warum macht man das? Wie haben Sie das erlebt? Also das habe ich sehr positiv erlebt. Natürlich, das gehört aber dazu, dass in einer Fraktion diskutiert wird. Und Politik ist ja nichts anderes wie der Versuch, unser Leben, unser gemeinsames Leben vernünftig, zukunftsperspektivisch zu organisieren. Nicht mehr und nicht weniger ist Politik. Und das ist ja dann auch das Ringen um den richtigen Weg. Ja? Und das findet in einer Fraktion statt. Und ich sage Ihnen mal, Fraktionszwang gibt es nicht. Ja, das ist ein falscher Begriff, den es nicht gibt. Ich sage Ihnen mal, wie könnte mich ein Fraktionsvorsitzender zwingen? Mit was kann er mich zwingen? Ja, das geht gar nicht. Was es gibt, ist, und das halte ich auch für richtig, wenn man beispielsweise ein abweichendes Stimmverhalten an den Tag legen wird bei einer Abstimmung gegen den Mehrheitsbeschluss der Fraktion, dann sieht die Geschäftsordnung
der Fraktionen vor, dass man dieses abweichende Verhalten, Abstimmungsverhalten, dann meldet dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, damit er einfach weiß, hat man eine Mehrheit oder hat man keine Mehrheit und so weiter und so fort. Und das, denke ich, ist richtig vom Verfahren, denn irgendwann muss es ja auch funktionieren. Ich will Ihnen zugeben, ich bin auch schon in einer Fraktion unterlegen gewesen, ja, und habe dann aber den Mehrheitsbeschluss mitgetragen, weil Politik muss ja funktionieren, ja, Demokratie muss funktionieren. Aber das sage ich jetzt mal, da habe ich das immer sportlich genommen und habe dann dafür gekämpft. Und ja, wenn man kämpft, ist genauso, wenn man auf den Fußballplatz tritt, man kann gewinnen, aber man kann auch verlieren. Ja? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber wichtig ist es auch, dass man nach wie vor dabei bleibt, ich sage jetzt mal, auch für seine Positionen zu streiten, ja, zu diskutieren, und dass man allerdings auch, das finde ich nichts Anrüchiges, auch im Zweifelsfall kompromissfähig bleibt. Ja? Denn es muss ja funktionieren, es muss ja weitergehen. Und insofern habe ich diese Arbeit in der Fraktion sehr, sehr, sehr positiv erlebt. Ich weiß, wie es beispielsweise, jetzt ist das schon doch ein weiter Rückgriff, aber trotzdem, wir haben natürlich beispielsweise um die sogenannte damalige Hartz-Gesetzgebung, ja, haben wir viel diskutiert, viel auch gestritten, ja. Und das war nicht so, dass da nach dem Motto ein Kanzler gesagt hat, basta aus, sondern das war schon ein langer Diskussionsprozess. Ja. Und ich sage mal auch, man glaube ich muss auch die Fähigkeit haben, offen zu sein, auch mal zu sagen, okay, da lag ich falsch oder da, das habe ich so nicht berücksichtigt in der Debatte und bei meiner Entscheidung. Denn eins ist ganz wichtig. Also wissen Sie, diese vielfachen Schlaumeier, ja, die dann danach immer alles besser wissen, ja, da muss ich Ihnen sagen, da geht es wirklich darum, die sollen dann mal tatsächlich sich auch in die Situation hineinbegeben, wo in bestimmten, insbesondere aktuell schwierigen Situationen dann auch entschieden werden muss und so weiter und so fort. Ich sage mal, wer entscheidet, unterliegt auch dem Risiko, mal falsch zu entscheiden. Ja? Aber wer nicht entscheidet, der ist fahrlässig. Ja, also es gibt ja auch vielleicht das ein oder andere Beispiel in aktueller Politik, wo man vielleicht auch nicht entschieden hat und sich so ein bisschen diesem Vorwurf dann los wird, aber das fällt einem dann später vielleicht auch wieder auf die Füße. Ja, absolut. Wir haben die Ausschüsse auch schon angesprochen, das Innere, mit dem Sie sich ja lange beschäftigt haben und ja auch eigentlich immer noch beschäftigen, kann man sagen, ist ja auch kein ganz einfaches Gebiet. Man hat ja immer eine Abwägung zwischen irgendwie vielleicht Sicherheitsinteressen und irgendwie jetzt beispielsweise persönlicher oder auch kollektiver Freiheit. Das ist ja nicht immer, sicherlich auch schwierige Diskussionen, kann ich mir vorstellen. Und dann hat man ja nicht nur die eigene Fraktion, sondern auch noch jetzt einen Ausschuss, in dem ja alle Parteien vertreten sind. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen da von oben drauf geschaut und gesagt, ja, die Ausschussarbeit, das ist nochmal was anderes als das Plenum. Da geht es ein bisschen kollegialer zu. Wie haben Sie das erlebt in Ausschüssen? Ich würde es so sagen, die eigentliche Arbeit, diese Arbeit, die dann auch etwas intensiver in der Sache geführt werden kann, findet natürlich im Ausschuss statt. Das Plenum und die Debatte ist eigentlich nur noch Vollzug. Ja, auch wenn es da eine erste Lesung und eine zweite und dritte Lesung gibt. Ja, in der Regel sind die, ich sage jetzt mal, die wichtigen Kernelemente dann in einem Ausschuss diskutiert worden. Ja, so. Und
Ich will das aufgreifen. Sie haben gesagt, es ging in Ausschüssen kollegialer zu wie im Plenum. Ich glaube, das ist immer eine Frage, wie geht man miteinander um? Ich bin beispielsweise jemand immer gewesen, der hart in der Sache war, aber im persönlichen Bereich immer sehr zurückhaltend. Ich habe nie das Persönliche benutzt, um die inhaltliche Diskussion zu führen. Das ist mir zuwider. Ja? Und ich sage es ja auch mal ganz offen, das merke ich bis zu dem heutigen Tag. Deswegen habe ich auch die Möglichkeit, ja, mit Menschen über Parteigrenzen hinweg bis zum heutigen Tag mich inhaltlich auch gut auszutauschen. Wir kommen gleich zum Ende. Ich hätte aber, würde gerne noch mal einmal auf dieses parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste eingehen, weil das ja, du hast ja vorhin schon angeteasert, ne? Es ist tatsächlich ja auch nochmal gerade im Moment auch relevant und es ist ja eigentlich, kann man sagen, die letzten 5 Jahre schon relevant, also die Snowden-Enthüllungen, das muss ja quasi ganz zum Ende ihrer Zeit im Bundestag ist das, glaube ich, passiert, ich glaube Juni 2013 und dann waren wahrscheinlich im September die Wahlen, nehme ich mal an. Ja. Das ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, kann man sagen, weil sie ja, das Gremium ist ja nicht groß, man ist also einer der wenigen Leute, die überhaupt einen Einblick darin haben. Wie haben Sie das damals erlebt? Also hat das irgendwie auch, ja, ist das eine Last, die man da auf den Schultern hat oder wie geht man damit um sozusagen? Also ich habe 8 spannende Jahre im parlamentarischen Kontrollgremium erlebt, habe aber auch eins festgestellt, dass man sich nicht so richtig dafür interessiert. Wir konnten und können eigentlich nicht sehr gut eine Diskussion führen, so nach dem Motto, sind wir eigentlich richtig gut nachrichtendienstlich aufgestellt? Ich würde mal sagen, aufgrund meiner Informationen, meiner Kenntnisse, würde ich sagen, wir haben tatsächlich einen Nachholbedarf darin, auch für uns festzulegen, was wollen wir außenpolitisch? Wie soll die Rolle Deutschlands zukünftig eigentlich sein? Dass wir da durch unsere Geschichte ein Stück Vorbelastung haben, gar keine Frage, das ist wichtig. Aber wir müssen ja in die Zukunft hineindenken, ja, für unsere nachfolgenden Generationen. Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, wir können das ganze Nachrichtenwesen abschaffen. Ja, das ist eine Position, die ich nicht teile, ja, sondern ich glaube, wir brauchen auch zukünftig funktionierende Nachrichtendienste im Innern und im Äußern. Also wir brauchen den BND, wir brauchen das Bundesamt für Verfassungsschutz, denn da ist ja die Situation auch nicht leichter geworden in den aktuell zurückliegenden Jahren, sondern eher auch schwieriger. Was ich jetzt so ein bisschen aber raushöre, ist, dass Ihnen diese Debatte über diese Grundsätze oder auch vielleicht um eine, ich sag mal, langfristige Ausrichtung, eine Strategie auch irgendwie fehlt. Also man kann das ja jetzt auf diese Frage nach Außenpolitik, also was will Deutschland eigentlich in der Welt, was ist sozusagen die Rolle oder was soll die Rolle sein irgendwie. Ja. Man kann das aber auch auf ganz andere Themen wie, Sie haben vorhin selber schon angesprochen auch, dass Sie mal sich um Pensionen und Renten gekümmert haben. Auch das ist ja ein Thema, was irgendwie eine langfristige Auswirkung irgendwie hat und wo man ja auch jetzt eigentlich schon weiß, naja, da müsste man mal irgendwie ran. Klimawandel ist auch wieder so ein, oder Klimakatastrophe, sollte ich vielleicht besser sagen, ist auch ein Thema, was auch so eine langfristige Auswirkung hat. Ist es irgendwie was sozusagen im alltäglichen Klein-Klein einfach untergeht? Also dieser langfristige Blick, hat das was mit dem, sozusagen mit der 4-Jahres-Periode da irgendwie zu tun? Oder ist es ist das eigentlich gar nicht so und es gibt diese langfristige Ausrichtung? Was wäre da Ihre Einschätzung? Also es gibt immer auch Aktualität, aktueller Entscheidungsbedarf. Aber ich glaube, auch der
aktuelle Entscheidungsbedarf muss bedient werden aus einem Wertekanon heraus und auch aus einer bestimmten Haltung heraus. Ja, das ist ganz wichtig, dass das gegeben ist. Und diese langfristigen Linien sind das eine. Und es wird immer so kommen, dass es auch aktuelle Entscheidungsbedarfe gibt. Ja? Denn wir haben das ja nicht im Griff. Wir haben beispielsweise Fukushima nicht gewusst. Im Jahre 2013 war das, glaube ich. Und die Frage, wie geht man damit um? Ja? Und das, glaube ich, das muss auch deutlich gemacht werden, dass man unsere Perspektiven nicht erfüllen kann, indem man von allem aussteigt, sondern wir müssen klar und deutlich machen, wie wir umbauen, ja, wie wir Perspektive hineinkriegen. Denn das ist das Entscheidende, dass meine Generation, beispielsweise ihrer Generation, auch eine lebenswerte Welt noch hinterlässt. Das ist das Entscheidende, was man machen muss. Und dazu gehört auch, diese Langfristigkeit, diese langen Linien, diese Grundsätze. Denn ich sage auch mal, ohne Wertekompass und ohne Haltung können Sie auch die aktuelle Tagespolitik nicht gut bewältigen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ich würde mich an der Stelle bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich weiß, Sie springen ja dann wahrscheinlich gleich wieder in einen Zug, oder? Genau. Und hier im Podcast geht es in den nächsten Wochen weiter, nochmal mit zwei Episoden, wo wir uns nochmal ein bisschen mit verschiedenen Themen beschäftigen, die sich hier um Gesetzgebung unter anderem drehen. Wir schauen uns mal an, was der Bundesrat tut. Wir schauen uns auch mal an, was eigentlich diese Gewaltenteilung ist, von der immer alle reden und wie die funktioniert. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer. Und wie immer, wenn es Fragen gibt, meldet euch einfach bei uns und wir versuchen die dann entsprechend gerne zu beantworten. Bis dahin, tschüss!